Servus, meine lieben Unterlichen, und willkommen zu einem weiteren Wochenabschluss von mir. Ich werde jetzt die Woche abschließen und danach wird auch noch ein Monatsabschlussvideo kommen, denn ich weiß nicht, ob ich am 30. und 31. noch irgendwas bestellen sollte oder doch noch einkaufen gehe spontan. Und darum mache ich jetzt dann einfach nur den Wochenabschluss und den Monatsabschluss werde ich dann eben ein paar Tage später machen. Wir gehen wieder hier auf Finanzen. Das ist übrigens mein eigener Planer. Den findet ihr auch auf meinem Etsy-Shop. Da könnt ihr gerne unten in der Infobox vorbeigucken. Da findet ihr dann einen Link und dann kommt ihr auch gleich auf den Etsy-Shop. Jetzt gehen wir mal hier zum Wochenabschluss und ich werde das Ganze dann doch noch ein bisschen schöner schreiben, damit es einfach besser hier ausschaut. Ich habe mir übrigens überlegt, dass ich diese drei Vorlagen quasi in Kombination nutzen werde. Ich habe einmal den Wochenabschluss hier, dann diesen hier mit der schönen Übersicht und dann habe ich hier den neuen Wochenabschluss. Das ist übrigens in einer neuen Vorlage enthalten. Also da habe ich verschiedene Vorlagen dann erstellt und das zusammengefasst in eine Datei quasi und die könnt ihr auch auf meinem Etsy-Shop erwerben. Und hier hat man eben die Möglichkeit, dass man das Ganze in einzelne Kategorien unterteilen kann und dann eben die Kategorien jeweils durchgeht. Hier kann man dann alles schön zusammenfassen. Da hat man, finde ich, noch einen besseren Überblick eben pro Woche und von der Kategorie her gesehen, dass man einfach nur kurz und knapp die Zahlen weiß. In der Woche 1 hat man so und so viel ausgegeben und so viel übrig. Und hier hat man eben die Wochen an sich als Übersicht. Wir haben dann noch einmal einen Döner bestellt. Es ist nicht nur bei einem Döner geblieben, sondern auch noch ein paar andere Sachen sind dazugekommen. Und deswegen sind wir dann hier bei 35 Euro insgesamt gewesen. Dann haben wir beim Lidl noch Getränke geholt. Ich weiß noch nicht, ob ich das komplett unterscheiden soll. Was meint ihr denn? Soll ich die Getränke und die Lebensmittel an sich getrennt machen oder soll ich die einfach zusammenfassen? Das könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Und weil ich gerade mein R wieder so schön rolle, ich habe da einige Kommentare bekommen. Oh, das ist ja furchtbar, das hört sich ja grauenvoll an. Oh mein Gott, ich kann das bis zum Ende gar nicht anhören. Das ist ja blöd. Und ich denke mir so, wenn du das nicht kannst, warum lässt du es dann nicht einfach bleiben? Keiner hat dich gezwungen, meine Videos anzuschauen. Niemand zwingt dich, die Videos bis zum Ende zu gucken. Und niemand zwingt dich, so einen beleidigenden und hirngespinsten Kommentar unter diesem Video dazulassen. Aber okay, vielleicht ist dein Leben wirklich so dermaßen langweilig, dass du einfach nicht weißt, was du machen sollst. Und dann kommentierst du unter meinem Video und beleidigst mich und fühlst dich für diese 2 Sekunden einfach als ein besserer Mensch. Aber in Wahrheit bist du einfach nur eine abgefuckte kleine Biatsch. Okay, gut. Wäre das auch mal geklärt. Nee, also Leute, ganz ehrlich. Es gibt in so vielen Ländern so viele verschiedene Dialekte. Und wir haben heute auch hier in Deutschland ein paar. Ich komme aus Franken und das kann ich einfach nicht leugnen. Also ich habe natürlich zum Teil auch noch schwäbische Wurzeln. Das kommt beim finanziellen Aspekt hier vielleicht ein bisschen mehr raus. Aber vom Reden her bin ich einfach ein Franke. Und wer damit ein Problem hat und mit meinem rollenden R nicht klar kommt, der kann einfach gehen. Hier oben rechts ungefähr, muss doch ein bisschen weiter hochgehen, ist so ein X. Dann kannst du nämlich das schließen. Du kannst aber auch hier ungefähr klicken, dann kannst du nur den Tab schließen. Oder du klickst einfach irgendwo anders hin, guckst ein anderes Video an, gehst auf YouTube und vergisst das Ganze hier einfach. Also, Leute, ihr habt hier keine anderen Probleme im Leben. Gut, jetzt machen wir weiter mit dem Katzenfutter. Das hatte ich gekauft gehabt, da mit dabei, also das war jetzt wirklich ein Einkauf bei Lidl und da habe ich eben Getränke geholt, Essen und Katzenfutter. Boah, mein Mann ist jetzt am Überlegen, beziehungsweise wir, ob wir das jetzt so machen, weil er hat ja nämlich das Katzenbudget, er hat Miau bei seinem Vivid-Konto und da hat er eben ein extra Pocket nur für die Katze. Und da kommt dann eben monatlich ein Betrag drauf und davon wird dann eben das Ganze hier immer gezahlt. Und ja, da mein Mann ja jetzt hat aktuell ans Sofa gekettet ist, habe ich das mit dem Einkaufen übernehmen müssen. Und Leute, ich bin so ausgerastet. Ich bin in diesem Laden rumgelaufen. Das Problem ist, ich bin aktuell
neuere Lidl gewöhnt, sagen wir es mal so. Die sind einfach nicht übersichtlich aufgebaut, aber die sind halt anders aufgebaut. Und ich habe mich mittlerweile an diese neue Struktur gewöhnt. Und dann bin ich zu einem anderen Lidl gegangen, als ich aus dem Krankenhaus rausgekommen bin. Da dachte ich mir so, hey, komm, dann kannst du doch gleich da noch einkaufen gehen. Und der war so alt, so altbacken aufgebaut einfach. Und ich habe mir, Alter, wo ist denn das ganze Zeug? Habe ich gedacht, hey, was muss ich kaufen? Also ich... Es hast erzählt, dass ich Blade bin, gell? Aber wenn man eigentlich hauptsächlich Erleidungswasser trinkt und vielleicht das allerhöchste der Gefühle ist, man eine Coca-Cola Zero, dann hast du einfach ehrlich gesagt keine Ahnung, was es sonst noch für Getränke gibt. Ey, ich bin da vor diesen Getränken gestanden und dann hat er zu mir gesagt, ja, das Mischmasch, ich habe keine Ahnung mehr, was es ist. So ein Cola küsst Orange Gedöns. Ist das Mezzomix oder Schwipsch? Nee, Mezzomix müsste das sein. Mezzomix, Cola küsst Orange. Und da gibt es ja diese Eigenvariante von Lidl. Ey, ich bin davor gestanden. Da gab es auch noch zwei verschiedene Deckelfarben. Da dachte ich mir, okay, was hat denn das zu bedeuten? Also, wenn man selber da nicht wirklich einkaufen geht regelmäßig und wenn man diese Dinge nicht konsumiert, dann hat man keine Ahnung davon. Ich habe zum Beispiel auch keine Ahnung, was für verschiedene Drogen es gibt oder was für verschiedene Alkohol. Für mich ist das gefühlt alles das Gleiche. Ich bin da davor gestanden und durch diesen Laden geirrt. Ich habe mich, ich weiß nicht, ich habe mich wie im falschen Film gefühlt. Naja, dann habe ich noch Drogerieartikel. Ich mag das voll, ehrlich gesagt, mein rollendes R. Also viele, die haben mir dann auch geschrieben, oh, die finden das voll schön. Und ich habe es dann auch immer versucht, ein bisschen zu unterdrücken. Aber das kannst du einfach nicht. Wenn das in dir drin ist, dann geht das nicht. Und Leute, ich bin so, wie ich bin. Und okay, Doppel-S ist vielleicht nicht unbedingt von Vorteil. Ich bin so, wie ich bin. Und wem das nicht passt, Leute, dann bitte, ich sage es jetzt mal wirklich so, wie es ist, dann verpisst euch doch einfach. Dann geht doch. Dann schaut euch das nicht an. Wer hieß es nochmal? Klopfer war das? Oder Klopper? Kopper? Dieser kleine, süße, schnuffige Hase von Bambi, der hat damals auch gesagt, nee, das war bei Kapp und Kapper. Genau, Kapp und Kapper. Das war, glaube ich, der Hund war das. Und der hat gesagt, wenn man nichts Nettes zu sagen hat, soll man den Mund halten. Also halt ihn doch dann einfach. Ich verstehe das nicht, warum man immer meint, andere Leute schlecht zu machen, nur weil man selber mit seinem beschissenen Leben so dermaßen unzufrieden ist, dann ändert es doch, dann tut doch irgendetwas. Weißt, also ganz ehrlich, wenn genauso wie mit dem Aufräumen, da komme ich jetzt dann später auch noch dazu, ich habe nämlich auch noch Gurkensamen gekauft, ich weiß schon gar nicht mal, was das für Drogerieartikel gewesen sind. Mein Hirn. Ja, ich habe noch Gurkensamen eben gekauft, weil ich bin ja aktuell wieder am Bepflanzen und habe dann erst mal gesehen, das Ding funktioniert erst ab April. Dachte ich mir so, ja, das hätte ich mir jetzt sparen können, das zu kaufen. Ich will jetzt jede Woche nämlich immer wieder ein bisschen was anpflanzen bzw. vorziehen. Aktuell habe ich Tomaten, Zucchini, Brokkoli, Salat und das andere habe ich vergessen. Ja, und dann wollte ich jetzt noch Gurken eben machen, aber irgendwie geht es erst ab April oder sollte man halt ab April erst aussäen. Ich muss mal schauen, wann man die genau vorziehen kann. Genau, dann habe ich noch einen Flohkamm gekauft für den Kater. Mit dem sind wir jetzt dann nämlich auch am Montag, also morgen beim Tierarzt. Der hat nämlich irgendwelche kleinen Krabbeltierchen in seinem Fell und wir dachten erstmal, wir haben es in den Griff bekommen, weil wir ein paar davon getötet hatten. Und haben halt dann auch alles sauber gemacht. Ja, und irgendwie sind die nicht weggegangen. Dann haben wir so ein Halsband gekauft, weil es hieß ja, vielleicht geht es davon eben weg. Aber das ist jetzt auch schon eine Zeit lang dran. Und es hat einfach nicht wirklich was gebracht, weil ich habe das Gefühl, es sind jetzt einfach mehr Viecher da als vorher. Naja, und dann habe ich noch bei Lidl, habe ich den Wocheneinkauf gemacht. Das vergesse ich jedes Mal, dass ich das jetzt so machen muss. Zwecksordnung, weil ich habe dann unter meinen Videos auch so Kommentare bekommen, wie kann man nur so leben und warum räumt man denn nicht einfach gleich sein Zeug auf? Und ich denke mir so, wenn ich das Zeug gleich aufräumen würde, was ich ja im Idealfall mache, wenn ich kein Video drehe, dann ist das ja dann sauber, dann passt das ja. Aber was soll ich dann für ein Aufräumvideo drehen, wenn ich vorher aufräume? Das ergibt doch keinen Sinn. Ich meine, ganz ehrlich, hat man die irgendwie ins Lalala. Nein, ich bin jetzt ganz lieb, ich sage jetzt gar nichts mehr.
Ich bin voll die liebe Person. Nee, aber ganz ehrlich, hast du irgendwie zu nah an der Wand geschaukelt oder was ist das Problem? Also, oder dann auch so sagen wie, ja, ich habe mir jetzt deine Videos angeschaut und das Bild hat sich jetzt bestätigt, was ich von dir hatte. Und ich denke so, okay, klick auf den Kommentar, Kommentar gelöscht. Cool. Also beleidigst du mich, dann hast du nicht mal die Eier in der Hose, das da stehen zu lassen. Billige Einrichtung, da merkt man, dass man kein Geld hat. Nochmal, meine Lieben und liebe Person, falls du das jetzt hier gerade dir anschauen solltest, warum soll ich mein Geld sinnlos in Konsumgüter ausgeben, die ich nicht brauche, nur um Leute zu beeindrucken, die ich nicht leiden kann, die mich nicht leiden können, bringt mir nichts, bringt euch nichts. Das ist ein Schwachsinn. Ey, die Welt ist so verkorkst geworden. Die ist so behindert einfach nur. Ohne Witz, ich reg mich da jetzt gerade auf, weil danach geht's mir besser. Das ist bei mir immer so. Ich muss mich da immer drüber aufregen und danach geht's mir wieder gut. Das ist so diese angestaute Wut, auf Deutsch gesagt, die dann einfach rauskommt. Wocheneinkauf haben wir übrigens 66,26 € ausgegeben. Gar nicht mal so verkehrt. Also da haben wir schon echt einige sparen können. Jetzt muss ich das dann noch in Kategorien einteilen. Ey, und ich denke mir so, dann halt doch einfach die Schnauze. Also wirklich, ich weiß nicht, aber ist dein Leben so langweilig, dass du da bei mir irgendwas kommentieren musst? Und warum nochmal, warum soll ich mein Geld, das ist doch meine Sache, was ich mit meinem Geld mache, und warum soll ich mir jetzt ein Sofa kaufen für 10.000, 20.000 Euro, hab dafür dann aber für nichts anderes mehr Geld? Ein Sofa für 2.000, 3.000 Euro tut's doch genauso. Also, ich denke mir immer, was verdienen die Leute denn bitte? Also, wenn ich jetzt 500.000 Euro im Monat verdiene, dann kann ich mir klar sagen, gut, dann hole ich mir halt einmal das Sofa für 10.000 Euro. Okay, aber Leute, was habt ihr denn für Vorstellungen? Wenn ich das alles so machen würde, dann müsste ich im Monat mindestens 10.000 netto verdienen. Das geht einfach nicht. Tut mir leid, ich bin kein Politiker. Ich bin kein Olaf Scholz, der mit seinen 33.000 Euro brutto sagt, ja, also ich verdiene so, ja, also es passt schon. Ich würde mich jetzt nicht unbedingt als arm betiteln, aber so mit 33.000 K im Monat, also ja, da, ja, also man muss nicht unbedingt auf die Benzinpreise achten. Ich weiß auch gar nicht, wie die gerade stehen. Also, was habt ihr für Vorstellungen vom Leben, meine Lieben? Mama mia. Okay. Ja, Lidl Getränke, ich zähle das jetzt einfach mal gesamt trotzdem zu den Lebensmitteln. Vielleicht mache ich da mal eine unterschiedliche Kategorie dann im nächsten Monat. Einmal Lebensmittel und einmal wirklich dann Getränke. Dann könnte ich das ein bisschen besser unterscheiden. Und jetzt schreibe ich das mal auf. Das ist ein Bogen. Ich will keinen Bogen. Ich brauche keinen Bogen. Geh weg, Bogen. Okay. Hui. So, und genau, gut. Dann rechne ich das mal ganz kurz zusammen. Oh. Doch, Sophie. Lebensmittel. Ausgaben gesamt 110,89 €. Und wir haben dann übrig 7,92 €. Oh, das ist gar nicht mal so verkehrt. Ja, dann haben wir, ich habe das, glaube ich, hier alles noch übertragen gehabt, aber nicht komplett. Sagt mir mal bitte, welche Übersicht ihr generell haben wollt. Also ich würde auf jeden Fall mit der arbeiten wollen an sich, weil man kann einfach alles wirklich runterschreiben und dann das hier als Zusammenfassung. Oder sagt ihr, euch gefällt die hier besser, weil dann würde ich das alles mit der hier machen. Da muss ich dann nochmal schauen. Wie genau, jetzt will ich aber ausrechnen, wie viel wir denn insgesamt die Woche dann ausgegeben haben. 181,63 € haben wir dann diese Woche insgesamt ausgegeben. Ja, beziehungsweise ich, Katzenfutter und Flo kamen, das kriege ich dann wahrscheinlich von meinem Mann wieder erstattet. Und ja, eigentlich hätte ich es dann aus der Rechnung rauslassen können, aber ich habe es ja jetzt gekriegt, genau. Ich habe es jetzt halt ausgegeben. Vielleicht, dass ich das im Februar dann einfach abziehe und bei Sonstiges einfach das als Plus verrechne, könnte ich ja theoretisch auch machen. Das wäre mit Sicherheit keine so schlechte Idee. Ja, dann hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Falls ja, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Kostenloses Abo könnt ihr auch immer gerne hinterlassen. Und es gibt übrigens eine kleine Neuerung für all diejenigen, die gerne Spiele spielen. Das möchte ich jetzt einfach nur kurz noch erwähnen.
Ich habe hier schon mein Game of Cash Spiel und jetzt gibt es noch ein paar andere Spiele, unter anderem dieses Magic Money Spiel ist so ein bisschen ja an Harry Potter angehaucht, sagen wir es mal so. Und da ist natürlich auch immer etwas mit dabei, also da ist dann eine Erklärung, was diese ganzen Symbole hier bedeuten und falls man das dann eben, wie funktioniert das jetzt damit? Ich glaube so, oder? Okay, das Ding könnte ich nur bespielen, wenn ich auf dieses Bildsymbol hier klicke, allerdings tauchen da dann Bilder von meinem Kleinen auf und das möchte ich natürlich nicht auf Social Media haben. Deswegen kann ich da jetzt leider die Figur nicht herumschieben, aber normalerweise kann man die dann einfach nehmen und dann hier eben dementsprechend dem Weg folgen und dann durch die Schule von Hexerei und Zauberei und dann kann man da eben dementsprechend was sparen. Also das findet ihr jetzt auch auf meinem Etsy-Shop, nicht nur das, sondern auch eine Sparfuchs, also ein Sparspiel, Sparfuchs, ein Sparfuchs-Sparspiel, so rum, genau. Und auch viele andere Spiele. Ja, genau. Also ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Falls ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Kostenloses Abo könnt ihr hier unten auch immer gerne hinterlassen. Und liebe Hildegard oder wer auch immer du bist, wenn dir meine Videos nicht gefallen, dann bitte schau sie einfach nicht an. Tu uns diesen Gefallen und nerv jemand anderen. Vielleicht dich selber. Geh vor den Spiegel, beleidige dich selber. Ist vielleicht noch nicht gar so lustig. Okay, dann macht's gut. Ciao, ciao. Immer diese Hildegard.